Und damit willkommen zurück zu Bioshock 2. Wir holen uns heute die Leiche da unten und den Raum, den wir noch nicht uns angeguckt haben. Falls es im Hintergrund ein bisschen lauter sein könnte, entschuldigt das bitte. Ich habe die Handwerker im Haus und wir kriegen gerade Solar. War ich hier noch nicht drin? Die andere ist schon tot. Okay, das muss uns schon scheinbar ein bisschen mehr schaden. Gut. Gefällt mir. Erstmal ordentlich eine reinschütten. Richtig eine reinorgeln, wie so ein Achtarmiger. Mikrofon kurz ein bisschen anders einstellen. So. Meine Güte, jetzt kriege ich im Nachhinein hier 40 Mails oder was? 40 Nachrichten. Wäre okay, wenn ich immer wieder nüchtern bin. Sagt er und seufzt sich einen nach dem anderen rein. So. Jetzt kurz wieder nüchtern werden und dann gucken wir uns hier mal weiter um. Ich habe mir aber ordentlich einen reingekübelt, wa? Meine Fresse, ey. So, das ist ein Verbandskasten. Gut, dass das da nur einmal steht. Das ging schnell. Also plötzlich, besser gesagt schnell nicht, aber es war plötzlich jetzt. Okay. Türsteuerung. Servus. Wo denn? Moonshine Absinthe. Okay, nee, wollen wir nicht saufen. Wir wollen uns gerade eigentlich nicht ordentlich einen reinäutern. Wo kommt ihr beide her? Wahrscheinlich von oben, ne? Ja, okay. Gott. Ich spritze nochmal voll. Wir looten jetzt unten erstmal, würde ich sagen. Guten Tag. Du musst Poker lernen, Eleanor. Wie jeder andere auch habe ich Fehler. Unter anderem einen genetisch bedingten wilden Hang zum Konkurrenzdenken. Aber jeden Samstag studiere ich meine Mitspieler und picke mir einen heraus, der am meisten von einem Sieg profitieren wird. Ich sorge dafür, dass er am Ende mit meinem gesamten Einsatz nach Hause geht und dem der anderen. Ich gewinne nichts als das Gefühl, mich selbst zu besiegen. Bei den anderen Spielern werden die Vermögensverhältnisse ihren Bedürfnissen entsprechend umverteilt. Was bitte? Die Art zu spielen habe ich nicht verstanden. Okay, egal. Wir holen uns jetzt die Leiche da unten. Ich habe legitim keine Ahnung, wo ich da hinkomme. Aufnahme ist gar nicht so lange her, aber... Halt doch dein Maul, Alter! Das hat jetzt aber viel gekostet. Ah, ich hab Maximum Speere. Wie hab ich Maximum Speere, wenn ich gerade so viel verschossen habe? Ich hinterfrag's nicht. Ich akzeptiere. So, pass auf, ja. Wir haben hier echt Probleme, was die Übersichtlichkeit angeht. Komm, hol mal. Ich glaube, hier bin ich auch schon einmal draufgegangen. Thank you.
kann nicht mehr aufhören zu zielen. Das ist meine Sister. Erstmal die eigene Sister wegfeuern. Ziemlich viel Pfeile verschossen. Aber. Hey, was zählt, ist das Ergebnis? Haben wir geschafft. Das lief gar nicht mal so sauber, muss ich einfach sagen. Ich höre hier Glitzer. Wo höre ich Glitzer? Achso, wahrscheinlich oben oder so, ne? Wegen Schacht. Ich loote oben noch mal kurz die... Junge, habe ich viel Speere verschossen, oder die Speere. Ja, das war jetzt nicht unbedingt so die erfolgreichste Aktion. Wo ist denn der scheiß Schacht? Der nächste Schacht ist doch da hinten irgendwo. Ja, ich bräuchte übrigens mal Heilung, danke. Der Schacht soll doch hier irgendwo sein, ne? Genau. In dem Raum da. Und jetzt hier links. Etage über mir scheinbar. Ach, ist das das Buggy-Ding hier, wo man... Ne. Das ist einfach noch nicht gut gemacht. Ich glaube, sie sind eine Etage über mir. Hier war ich noch gar nicht. Okay, hier war ich noch gar nicht. Spannend. Das macht uns Kummer. Wenn sie adoleszent werden, werden sie aggressiv, regelrecht wild. Schlimmer noch, das Adam, das sie aufnehmen, enthält Spuren tödlicher Plasmide, noch aus Kriegszeiten. Die Splicer werden zu immer effektiveren Räubern. Laufend fallen ihnen Big Daddies zum Opfer. Vielleicht könnte man die älteren Sisters darauf abrichten, von den Splicern geraubtes Adam aufzuspüren und wieder zu beschaffen. Ja, was ich so gesehen habe, müssten die nicht erst warten, bis der Täter von selbst stirbt. Also sind die Big Sisters... Also sind die Big Sisters einfach nur ältere Little Sisters? Verstehe ich das richtig? Egal, wir... Längerer Dreh. Lerne deinen Feinde besser kennen. Mit längerer Dreh kannst du jedem Forschungsziel etwas mehr Zeit verbringen. Ja, drauf geschossen. Weg. Freu nicht. Ich muss sagen, ich fühle Forschung in dem Teil hier nicht so wie im letzten. Wieso habe ich immer noch die am Arsch? Was soll das? Was soll das? Warum habe ich die immer noch am Arsch? War lange zu Ende der Alarm. Es gibt hier keine zwei unterschiedlichen Alarme für freundlich und feindlich. Es gibt hier nur eine Art Alarm. Oh Gott. Das ist echt schlecht gemacht. So, erstmal zwei freundliche. Ich brauche halt eigentlich nichts, ne? Das ist kein...
kein HP-Shop, ich kann mir hier keine Leben kaufen. Bisschen witzlos. Egal. Du sollst anbleiben. So. Ich suche einen Schacht, ne? Genau. Wo ist der scheiß Schacht? Ich muss sagen, ich finde die Map maßlos unübersichtlich. Ne, weil da soll ein Schacht sein, da ist aber ein Wunsch. Halt die Fresse, Alter. Ich höre es hier glitzern. Hier ist aber nichts. Das ist ja der gleiche Weg, ne? Gut, den habe ich nicht gesehen. Weg mit dir. Schatzi. Meine Güte. Wenn es gut läuft, kann ich heute auch ein bisschen mehr aufnehmen. Vater, dieses Ädern, das du gefunden hast, enthält Erinnerungen von all den Toten hier. Normalerweise kann nur eine Little Sister sie sehen, aber ich kann dir zeigen, was Stanley zu verbergen hat. Als Mutter fortgebracht wurde, übertrug man Stanley die Leitung von Dionysus Park. Er hat ihr gesamtes Geld verprasst, schmiss die irrsinnigsten Partys, so als würde er sie mit Gewalt ruinieren wollen. Okay. Alles okay? Immer schön dranbleiben, Bruder. Finde den Rest der Sisters. Ich habe zugegebenermaßen nicht mehr ganz genau im Kopf, was er wollte. Aber er ist scheinbar gut darin, Leute zu ruinieren. Merken wir uns. Habe ich jetzt schon wieder vergessen. Wir haben den Bereich hier unten gesäubert. Wo ist denn die nächste Sister? Da ist eine, da ist eine. Sind noch zwei? Scheinbar sind es nur noch zwei, okay. Und da wir gerade keine Sister haben, haben wir auch keine Leichenanzeige. Okay, dann würde ich sagen, hole ich jetzt erstmal den ganzen Bereich hier. Ich spiele so nicht meist was zu laut gerade. Subject Delta ist nur eine Typenbezeichnung, Amigo. Ich habe mal für einen Artikel lange über dich recherchiert. Sie haben dich Johnny Topside genannt. Du hattest die Stadt im Alleingang gefunden in einer Tauchkugel. Echt ein Jammer, was sie mit dir gemacht haben. Also sind wir immer noch der Protagonist aus dem ersten Teil scheinbar? Aua. Belastend einfach nur. Also so Ryan-Unterstützer. Gut, konnte man sich schon fast denken. Egal, wir schauen mal weiter. Servus. Weg mit dem. Hier fällt uns ein bisschen gefährlich mit dem Öl. Vor allem, wenn die einen die ganze Zeit abfackeln wollen. So.
Hackpfeile benutze ich tatsächlich eigentlich gar nicht, weil ich die Dinger einfach immer hier so nie hacke. Habe ich im ersten Teil auch so gemacht. Dementsprechend ist es halt auch einfach egal. Danke. Achso, warte mal, ich kann nicht reparieren, oder? Den anderen auch? Nee, aber das ist ja fast in die Hose gegangen. Okay. Servus. Hallo Big Sister. Wieso kann die sich porten? Das ist mir jetzt schon nicht gefallen. Mutz. Egal. Wir schauen uns mal die Etage hier noch an. Darauf geschissen, ganz ehrlich. So. Guten Tag. Selbstbewusstsein ist kein Wunder. Es ist ein Trick der Gene. Eine endlose innere Leier, die ständig fragt, was ist für mich drin? Um der Welt zu dienen, müssen wir taub werden gegen das Selbst. Bist du bereit? Also, hör mir nicht mehr zu. Hör mir nicht mehr zu. Nicht zuhören. Schwierig, nicht wahr? Worte sind oft nur ein Schleier, ein Tarnanstrich. Spiel diese Aufnahme ab, bis du die Worte nicht mehr hörst. Dann wirst du die Menschen vielleicht so sehen, wie sie wirklich sind. Habt ihr überhaupt nicht zugehört? Ich liebe es ja, wenn mir die Roboter in den Arsch schießen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier schon war. Ich glaube, ja. Ich glaube, hier bin ich reingekommen quasi, ne? Ich glaube, hier bin ich reingekommen. Ich bin mir aber verdammt unsicher. Bin ich ehrlich. Komm, euch beide mal reparieren. Wieso bin ich auf Fallennieten? Auf Explosionsnieten. Den Genbank wollte ich nicht, ich wollte hier hin. Guten Tag. Ja, ne? Und erstmal abfackeln 2, würde ich sagen. Falls ich es doch mal benutzen will. Ein echter Kracher. Perfekt für eine Monsterexplosion. Boah, ne? Okay, ansonsten gibt es, glaube ich, aber noch nicht so richtig Gutes. Das heißt, ich kaufe erstmal noch Tonika-Slots, würde ich sagen. So, was kann ich dann noch reinlegen? Mhm. Ja, Cure All haben wir ja schon die verbesserte Version, glaube ich. Ah, nehmen wir das. Sehr schön. Gut. Dann gehen wir mal wieder da hoch. Ach du Scheiße, das ist auch ein Bereich. Ne, den habe ich schon gefunden, okay. Gut, dann gehen wir wieder da hoch und dann da runter. Part ist auch gleich schon zu Ende. Eigentlich ist er jetzt schon zu Ende. Aber wir gucken wenigstens nochmal hier in den Raum rein. Schnauze. Kann nicht sein, ey. Fall da um. Assi. Was war denn das? Ich bin ein bisschen erschreckt zugegebenermaßen. 5 ist Dingens, okay. So, pass auf. Erstmal hacken wir den hier. Okay, wir hacken ihn offensichtlich nicht. Schnauze.
Hat mir echt gut gefallen, wenn das ein bisschen entspannter wäre. Ich glaube, ich muss da doch nochmal das ein bisschen aufrüsten. So, gib mir das. Und ansonsten brauchen wir eigentlich gerade nichts. Wirklich. Gut. Dann würde ich sagen, wie es hier weitergeht, sind wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis dahin. Tschüss.